Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Kirby Return to Dreamland Deluxe. Im letzten Part haben wir das Sand-Minispiel gemacht. Also das nicht Minispiel, sondern diese Prüfung. Weiß nicht, ob die jetzt besser oder schlechter lief. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal oft resettet. Ach, keine Ahnung. Neu gestartet. Ja. Und wir waren kurz im Megaloland, haben uns hier unsere neue Maske abgeholt und gehen jetzt back to the Weltkarte. Leute, es geht ab in die dritte Welt. Diesmal wirklich. Wie hieß die noch? Obstozean, ja. Oh, oh. Eine Strandwasserwelt. Und direkt erstes Level. Rinder. Lass mich raten, wir kriegen die Wasserfähigkeit. Alan Kalmar. Wow, Jan. Aber es ist hier sogar besser, aber auch nichts zu haben, dass man hier in dem Wasser auch so spritzen kann. Alter, pass auf. Gefährliche Kokosnüsse. Nein, du hast den Pilz enthauptet. So ein bisschen jedenfalls. Oh, da unten im Wasser musst du gucken. Okay, da ist nichts. Aber im Wasser muss man hier auf jeden Fall mal gucken. Und Jan ist gefühlt nach 2 Meter vom Level auch schon wieder halbtot. Und da oben? Stopp. Warte, stopp. Jetzt darf man nicht einfach... Okay. Ja, Jan ist mehr als halbtot. Nein. Hm. Doch, Eis! Ich esse jetzt ein bisschen Tintenfisch. Nein, Eis! Dann geht's dir wieder gut. Du kannst doch nicht... Der ist roh. Na egal. Ja, und? Eis! Und jetzt Eislauf! Juhu! Nein, ein Cheap. Wow, da ist auch mal die Eisfähigkeit. Als Baby Bananen. Hier ist auch nichts. Was tun sie? Wow. Eis. Juhu. Wow. Und weiterhin, du kannst diese Kanone nicht besiegen, nur als Anmerkung, ja? Ja. Oh nein, pass auf! Ja, willst du mich verarschen? Du springst in den Rhein? Was kommt als nächstes? Ich wollte Eisattacke machen. Was kommt als nächstes? Du springst freiwillig in den Tod? Ist hinter dem Stern was? Kann ich nicht. Wir müssen immer drauf achten. Ui. Immer. Oh nein. Oh nein. Ich war das nicht. Du warst das nicht? Wer sonst? Der Stern oder was? Okay, wir brauchen, Dingser. Regenschirm. Schirm. Als ob jemand nur Schirm sagt. Niemand sagt nur Schirm. Das sagt keiner Mensch. Schirm. Entspannt, oder? Weiß ja nicht. Ich glaube, irgendwann kommt hier ein Zahnrad. Ich glaube, du solltest auch immer schön Ausschau halten. Entspannt und dann crashst du mit dem. Guck, die haben einfach nur Spaß hier. Und die, du... Ich mein's. Und du... Oh, Ananas. Ist das dein Ernst? Müsste vielleicht doch mal den Megalo-Modus ausprobieren. Was? Warum? Darum. Nein, das machen wir nicht. Ist das da? Mann. Da ist doch was! Ja, los, Kika-Sauger. Kein Zahnrad, aber... ein paar von dem kleinen Sternchen. An was erinnern die mich? Man weiß es nicht. Ah, die Schildis sind wieder da. Hallo. Und dann tötet sie trotzdem. Den würde ich auch im Fisch nehmen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Den. Oh, egal, lass die Fähigkeit nochmal da oben. Gib keine Kokosnuss. Jan, was machst du?
Nimm doch die Wirbelfähigkeit. Sein kann, dass man davon vielleicht die Bombenfähigkeit kriegt. Ja, von der Kokosnuss? Du stirbst gleich wirklich. Aua, aua. Aua. Gut. Kann man so schlecht sein. Oh, es ist jetzt nicht passiert. Dann ist es halt nicht passiert. Wenn der mit seinem Wirbel auch direkt unter so einem Ding stehen bleibt, unter einer Riesenkokosnuss. Ich würde da gar nicht erst runtergehen. Oder diese Attacke einsetzen, die ist so unberechenbar. Als ob wir noch kein Zahnrad übersehen haben. Oh, geile Fähigkeit! Oh, oh, oh. Alter, mich! Duf, duf, duf. Ja, da triffst du die nicht mit. Ich entschuldige mich in aller Förmlichkeit dafür, dass Jan gestorben ist. Da unten ist was. Das habe ich gesehen. Oh, oder? Ja, da unten. Nee, ist doch nichts. Hauptsache erstmal, das habe ich gesehen. Ja, aber wenn du kannst fliegen, Alter, da muss jetzt irgendwo oben was sein. Das kann nicht sein. Nicht da reingehen. Da dahinter ist was. Das ist doch nicht wahr. Hä? Mit dem Ding hätte man irgendwo hinfliegen können, irgendwie. Ich glaube, du solltest den Mech behalten. Das Ding hätte nämlich die Stachelfähigkeit gehabt. Oh, du kannst Minen legen. Mhm. Oh, vielleicht ist da unten was? Ne, ist nichts. Das gibt es doch nicht. Langsam glaube ich auch, dass wir irgendwas übersehen haben. Hä? Jetzt oben vielleicht? Irgendwo oben? Es geht aber auch nicht höher. Und da unten jetzt? Weil die Blöcke fallen alle runter, wenn du auf die gehst. Das ist doch nicht möglich. Kannst du nicht kaputt machen. Die Bombe wird vielleicht was bringen. Jetzt mal die Peitsche. Nee, doch nicht. Oh, da musste einer Zahnrad drin sein. Einer Zahnrad. Come on! Ja. Nee, überleg, was du tust. Okay. Ist das dein Ernst? Jan! Hör mich nicht so an. Oh. Soll ich sagen, toll gemacht, du bist runtergefallen, oder was? Ich hab nicht gemerkt, dass hier kein Wasser mehr ist. Aber früh. Komm, bitte, bitte. Als ob. Na, wenigstens das. Was sagt gerade für eine Dodge-Roll über diesen einen Ball, Knopf gemacht hat. Ohne dodgen zu wollen, eine Dodge-Roll machen. Oh, Eis ist back. Hallo. Es ist enttäuschend, dass hier unten immer so wenig ist. Irgendwann ist da was. Ich sag's euch, Leute. Das wird passieren. Bis jetzt aber mit einer der hübschesten Welten, glaube ich. Ja, das Wasser ist auf jeden Fall schön. Hat ja, auch dass es so grün ist, gefällt mir. Nicht nur Wasser, Wasser, Wasser. Ist da oben was drin? Beim letzten Mal waren es so eine Palme und Zahnrad. Da muss man aufpassen. Das ist gefährlich. Oh Gott. Du kannst doch auch attacken, oder?
Hä? Ach, du kriegst gleich die Ultra-Fähigkeit, glaube ich. Du kriegst gleich Ultra-Eis. Ist das nicht schon bekommen sollen? Nein, das kommt doch gleich. Das war beim letzten Mal doch auch so. Da sind wir doch hoch und dann hatten wir oben den Bienen bekommen und mussten runter oder so. Geh dann kurz noch ein Stück zurück und mach das weg. Schneeball. Sieht zwar aus wie ein Soft-Eis, aber gut. Ui. Nochmal Schneeball. Nochmal Schneeball. Ui. War da jetzt was alles drin? Zerstört. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass man irgendwas übersieht. Aber es könnte natürlich sein, dass einfach noch ein Boss kommt und dann da zwei Zahnräder sind. Ja, ganz ruhig. Bitte nicht mit dem Schneeball runterfallen. Ganz ruhig. Oi, oi, oi. Da war ein Riesenstern drin. Und ein Ticket. Mir leid, aber hier ist nichts versteckt. Es ist noch nicht vorbei. Es ist nichts passiert. Machen Sie doch mal bitte ein bisschen ruhig. Wir haben kein Zeitlimit oder sowas. Jetzt machst du auch noch die Scheibe kaputt. Aha. Ja, stopp. Raus. Und eingesaugt. So. Und wieder. Schnell. Oh. Dann. Ich sag ja. Schnell, du bleibst erstmal stehen. Hauptsache erstmal, ich mach's ganz gemütlich. Oh oh. Das ist entspannt. Oha. Na, wer weiß wie lange. Boah. Ah, dann Honor ab. Ja, das ist schlecht, wenn du das holst. Nicht. Schnell raus hier. Oh oh. Ja, das hättest du da unten einsetzen sollen. Das will Jan zeigen, Luft. Dass er cool ist, dass er alles einsammeln kann. Ja, ja. Da ist Ende. Nicht der Stern. So, was nehmen wir denn Schönes? Ja, Wind. Was? Warum Wind? Ja, weil wir das Schwert schon so oft hatten. Mann, aber ich will nicht mit Wind kämpfen. Das ist doch wie immer der Sphärenspuk. Ja, ja, aber Wind hat keine guten Angriffe. Hä? Du kennst mit Sicherheit nicht alle. Wahrscheinlich nicht, trotzdem. Aber immer mit dem gleichen Kämpfen ist lame. Guck doch mal, der ist fast tot. Oha. Auf was denn? Der kommt gleich angeflogen. Und da ist er wieder. Bam, bam, bam. Du darfst halt nicht immer im Wasser landen. Komm, der ist auch fast tot. Fast, fast, fast. Noch zweimal. Ja, okay, so nicht. Kannst du noch irgendwas anderes? Versuch mal irgendeine Kombination. Oben, unten, links, rechts, oben, B, A, C.
Oh ja, komm. Da ist er fast weg. Weg vom Fenster. Ja. Sehr gut. Ja, da. Man kann jetzt auch gerne das Ziel kommen. Ja, jetzt einfach weiterlaufen. Schnell. Ja, drüber. Hä? Hallo? Ja, da. Nimmt man die Fähigkeit ins nächste Level mit? Ja. Also hätte ich halt vielleicht das Mecha da nochmal mitgenommen, aber naja. War das gut? Ja. Er ist noch hochgekommen. Sehr gut. Auf zu 3-2. Oh, das sieht aus wie Korallenriff. Oh, nein. Die Peitschenprüfung, meine nein. Freunde. Nein. Peitschenprüfung gibt es nicht. Die wird folgen nach dem Boss. Werden wir den Boss halt einfach nicht schaffen. Oh, jetzt müssen wir uns echt gut umgucken. Hier kann man leicht mal was übersehen. Das sind 4 Zahnräder. Oben vielleicht? Nee. Oh, da oben ist ein Weg. Zur Frage, macht das was aus? Oh, da ist ein Weg, ich sehe das. Da sind Blöcke. Oh, Schwert! Ja, da hast du dein Schwert jetzt. Und wieder ein Coupon. Ach, das kann man sogar unter Wasser einsetzen. Wusstest du das? Ja. Ich hab noch die anderen Fähigkeiten auch. Was? Sand kann man nicht unter Wasser einsetzen. Doch, bestimmt. Niemals. Da viele Sachen gehen dann einfach aus. Dann hast du ja den Helm auch gar nicht. Ja, hier im ersten Bereich ist es ja sowieso oft nichts. Elektro, Sand, Schlaf, Feuer. Der hält sich ja nicht mal. Kugelblitz! Er ist zurück! Sehr schön. Feuer. Das kannst du doch niemals unter Wasser einsetzen. Glaube ich nicht. Wir müssten erst bei Wasser kommen. Oh. Alter Ritter Ramkam. Hüpf. Oder Ausweich. Ja, deswegen heißt er Ramkam. Der mag bestimmt auch Rammstein. Ist jetzt die Frage. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Bisschen da runter. Aua. Das ist wichtig. Ich glaube, Bumerang ist wichtig, sonst wärst du da nicht dran gekommen. Ja. Ich habe nämlich auch schon gedacht, dass das letzte Mal auch schon so war. Aber Bumerang kannst du nicht einsetzen, siehst du? Geht doch, nicht. Doch, ich weiß das. Hör doch auf, es geht wirklich nur mit. Es geht wirklich nur mit ein paar Fähigkeiten. Und Schwert ist eine davon. Wäre auch cool, wenn Wasser dann so wäre, bei einem Super Mario Bros. Wie der Pinguinanzug, dass man dann halt einfach eine bessere Steuerung hat. Du hast die Schildkröten getötet. Da unten, hallo. Wow. Okay, weniger als erwartet. Schade, schade, Schokolade. Oh nein! Helf ihn ins Wasser. So. Oh, da ist Bomberman. Das war Bomberman. Da unten ist auch wieder was. Ach, das ist doch dasselbe. Nur mit Obst. Wow, du hast gar nicht gewartet.
Kann man da oben drüber? Wahrscheinlich nicht. Aber man muss halt immer gucken, weil manchmal sieht das so aus, als wäre da so ein Vorsprung. Ja, jetzt ist unten wahrscheinlich was, ja. Oh, oh, oh. Oh, da ist ein Schalter auf deiner Seite. Der geheime Schalter. Hä? Brauchen wir wahrscheinlich doch eine Fähigkeit für. Hä, aber was? Oh, Igel! Das Speer! Oh! Ja, Speer! Oh, Speer! Ich hab gedacht, das wäre Igel, das war Speer. Die gute Speerfähigkeit. Oh, jetzt musst du aufpassen. Aber ich glaube, du musst nicht aufpassen. Ist glaube egal, was du machst. Es kommen halt einfach Gegner. Ich muss halt alles machen. Ja, sehr gut. Frag mich mal, was du dir dabei denkst, wenn du so einen Fisch reinrammst. Glaubst du, der küsst dich dann, oder? Nee, will ich gar nicht. Ich bin bestimmt fischig. Aber das ist... Stopp, nicht reingehen! Das ist doch vorteilhaft. Das ist ein Fisch. 33 Leben, ob wir die leer kriegen werden? Ob wir jemals auf 99 kommen werden? Nö. Was bist du? Alter, das ist der Schuh aus Super Mario Bros. 3. Von Spike. Alter, der ist aber... Oh mein Gott, ist der böse. Das erinnert mich an die Schuhe aus dem SpongeBob-Film. Kennst du die? Ja. Von diesem einen fiesen Vieh? Ja. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Hat der Name? Also safe. Du kannst auch eine Stampfattacke machen. Ist ja nicht nur der. Ich glaube, Dennis hieß der. Einfach nur Dennis. Oh, kannst du. Ach, Dennis, das kann sein. Ich glaube, wir sterben. Was denkst du mit einem Schuh, Jan? Wenn du ins Wasser springst. Denk nicht mit einem Schuh. Eben noch davon geredet, ob wir die Leben leer machen. Geh einfach schneller weiter damit. Vielleicht brauchen wir den. Ich teste einfach nur. Du testest nur? Naja. Kannst du schwimmen oder kannst du nicht schwimmen? Wir sind ja keine Wissenschaftler, die irgendwas testen sollen. Du musst auf den drauf springen. Ja, und dann hättest du, glaube ich, drücken müssen. Oh, da ist Zahnrad. Ah, ne, das ist kein Zahnrad. Ticket. Oh, wir werden uns verletzen. Oh nein. Mach doch nicht. Hä, wie oft kann der das? Gibt es ein Limit? Muss ein Limit geben. Wow. Wir haben uns verletzt. Wow. War das auch ein Test? Ja. So, jetzt wird was kommen. Jetzt wird das kommen mit Zahnrad. Verquetschen. Jetzt hör doch auf, Jan. Der Schuh geht gleich kaputt. Wir brauchen den doch noch. Der hat doch ein Zeitlimit. Willst du mich verarschen? Lass mich raten, wir hätten den Schuh gebraucht. Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und du musst jetzt drücken, wenn du auf die Dinge aufkommst, nehme ich an. Was ist das denn, Mann? Ja! Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, so, und das jetzt bei denen auch. Die war schon wieder fast unten. Oh, ein One-Up. Wer weiß, ob da noch sowas kommt. Oh, da muss hoch, da muss hoch. Oh, da muss hoch. Schnell! Ja! Ja. Das war wichtig. Haha, nicht nur ein One-Up. Ui. Du musst sicherlich nach oben schwimmen. Hä? Doch nicht? Na, doch nicht. Ja, von da oben wird wahrscheinlich die Tür sein, von der man kommt. Ja, da ist ja gar nichts. Aber nichts. Geht natürlich auch. Au. Küsse. Oh nein, pass auf. Da musst du aufpassen. Den kannst du nicht töten, glaube ich.
Warum versuchst du es denn trotzdem? Probieren geht über studieren. Vielleicht mit einer Sperrfähigkeit oder so, aber nicht einfach mit rohen Händen. Ohne Vor allem Händen. Kirby's hat keine Handy. Kirby's hat was? Kirby hat keine Hände. Nicht Kirby's hat keine Handys. Pass auf! Gott. Der gute Alcano. Da Leute. Du warst gefressen? Oh Gott. Kannst, unter Wasser kannst du auch nicht saugen, oder? Mhm. Also Saugknopf ist dieses. Das Schießen. Achso. Ananas! Ah! Muss jetzt nochmal passieren, oder? Ja. Wir wollten das ja auch den Zuschauern zeigen. Ja, wer weiß, ob das nochmal kommt. Ah, natürlich. Was passiert wohl, wenn ich gar nicht drücke? Du fliegst auf nichts, das können wir beim nächsten Level probieren. Aber, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Let's Play Kirby Return to Dreamland Deluxe. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge werden wir sehr wahrscheinlich die dritte Welt abschließen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich schalte auch in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen, dass noch zwei ist offen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Was tun Sie? Dann doch bei Plus konnte man irgendwie dann... Ja. Tschüss. Tschüss.